Ja Mensch, ich begrüße euch zum ersten Branchentalk. Ich bin froh, dass es endlich geklappt hat. Und heute werden wir uns mit den Themen auseinandersetzen. Studium, was ist das? Was muss man da beachten? Wo sind die Unterschiede zwischen privaten und staatlichen Studiengängen? Und was muss man beachten, wenn man ein eigenes Entwicklerstudio gründen will? Ich habe heute drei Leute dabei und die werden sich nun einmal vorstellen. Ja, hi, ich bin Daniel und bin 29 Jahre alt und dieses Jahr habe ich mit zwei Kollegen unser Studio Osmotic Studios gegründet in Hamburg und da das jetzt noch ganz frisch ist, haben wir jetzt noch kein Spiel rausgebracht. Was wir vorher gemacht haben ist, also wir kommen direkt aus dem Studium quasi und wir haben in den Jahren, also unsere Mitglieder sozusagen haben in den Jahren 2013 und jetzt 2014 jeweils den Newcomer Award beim Deutschen Computerspielpreis mit ihren Spielen gewonnen. Da versuchen wir jetzt was Eigenes aufzuziehen, was leider erstmal nicht unmittelbar aus den Studienprojekten raus hervorgegangen ist, sondern wir ziehen jetzt gerade ein eigenes kleines neues Spiel auf, weil das doch sonst relativ ausufernde Projekte waren, so wie Studentenprojekte halt manchmal sind. Und ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Da gibt es leider auch noch nicht so viel zu sehen von, weil, wie gesagt, das alles noch so im Anfangsstadium ist. Wir sind gerade noch so sehr an Verwaltungsaufgaben und so und noch sehr wenig am Spiel eigentlich leider. Moin, Felix mein Name, bin Game Designer, arbeite derzeit bei Effective Evolutions. Ich wusste damals vor anderthalb Jahren halt einfach nicht, worauf ich mich einlasse, als ein alter Studienkollege mich auf ein Bier eingeladen hat. Aktuelles Projekt ist U55, End of the Line. Vielleicht kennt das manch einer, ist ein Survival-Horrorspiel, das in der Berliner U-Bahn handelt. Wir sind da gerade durch das Gröbste der Finanzierungsphase durch, sind also jetzt in der Produktion von dem Projekt und hoffen, dass wir da das auch fertigstellen können. Das ist jetzt ein bisschen größer skaliert. Also wir sind da jetzt nicht nur mit einem 3- bis 5-Mann-Team unterwegs, sondern durchaus, wie gesagt, in einem etwas größeren Maßstab unterwegs. Und ich bin da derzeit als Gameplay-System-Designer und als Interface-Designer unterwegs. Also im Grunde genommen beantworte ich die Fragen, was kann der Spieler tun, wie kann er es tun und wie reagiert das System darauf? Ja, hallo, ich bin der Slava. Ich bin 26 Jahre alt. Und bin bei dem kleinen Indie-Studio, ja, habe zusammen mit meiner Freundin Monika das kleine Indie-Studio in Hamburg Behind the Stone vor gut, ja, 1,5 Jahren gegründet, in Anführungszeichen. Also wir sind keine, so gesehen keine eingetragene Firma, aber haben das auf jeden Fall noch vor, bevor wir unser erstes Spiel auf jeden Fall auf den Markt bringen, an dem wir jetzt auch arbeiten, das Icelot heißt. Und davon gibt es auch schon ein bisschen was zu sehen auf unserer Homepage. Und ich bin der Programmierer und Monika ist eben der Artist und wir machen das quasi zu zweit. Und ja, wie bin ich da gelandet? Ich habe in Trier studiert und habe das Studium erfolgreich nach 4 Semestern abgebrochen und habe dann auch, weil es einfach ziemlich schlecht war, aber ich denke, darauf kommen wir noch später, weil ich mir dann gesagt habe, okay, ich lerne hier irgendwie nichts Praktisches, deswegen will ich mein eigenes Ding durchziehen und habe dann in der Monika einen guten Partner, was das angeht, gefunden und dann haben wir einfach unser eigenes Ding durchgezogen. Genau. Genau, du bist jetzt schon auf die Frage eingegangen, wie du so in die Branche gekommen bist. Das gebe ich gerne nochmal an die anderen beiden weiter. An Daniel? Ja, ich habe erstmal, hatte ich Informatik studiert und wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, wohin ich damit wollte. So, ganz klassisch erstmal, es war auch relativ theoretisch, da kann Slava wahrscheinlich auch noch ein Lied von singen. dann habe ich nach dem Bachelorstudium, wollte ich aber unbedingt was Praktischeres machen und habe dann mich dazu entschlossen, mich einfach mal zu bewerben und habe dann in Hamburg bei Dedalic Entertainment angefangen, als Programmierer bzw. Game Designer. Und ja, so bin ich eigentlich da reingerutscht. Dann war ich da eine ganze Weile und habe dann aber noch mich entschlossen, doch noch einen Master dran zu hängen und habe dann den Hamburger Games Master von der HAW Hamburg gemacht und da eben die besagten Studentenprojekte, also das besagte Studentenprojekt umgesetzt. Ja. Und Felix, wie bist du in die Branche reingekommen? Ich wollte Deutschlehrer werden.
Und wie kam dann der Wandel da zustande? Der Wandel kam dann, also ich hatte tatsächlich lange überlegt, was mache ich denn jetzt, Deutschlehrer oder Game Design, weil beides liegt mir eigentlich ziemlich gut, habe ich damals zumindest gedacht. dann hatten wir damals an der Schule während des gegen Ende des Abiturs tatsächlich so den werten Herrn Staatssekretär zu Besuch, der uns halt die Bildungsreform schmackhaft reden wollte. So, alles wird jetzt besser und wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Nachwuchsfachkräfte. Und er wollte uns halt unbedingt dieses Abitur mit 12 Jahren auch noch schmackhaft reden, wovon ich ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt bin. Und das habe ich sehr lautstark zum Ausdruck gegeben. Und als ich dann erfahren habe, dass das genau der Typ ist, bei dem ich später meine Lehramtsprüfung hätte ablegen müssen, war somit die Wahl dann relativ eindeutig, was ich dann mache. Habe mir dann so überlegt, okay, wie komme ich denn am besten in die Games-Industrie? Weil ein bisschen Modding-Erfahrung habe ich ja selbst schon gesammelt, vor allem für Strategiespiele. Habe mich auch mit Spielkonzepten auseinandergesetzt, so ein bisschen mit Storytelling. Aber in meinen Augen noch nicht genug, um mich irgendwo bewerben zu können. Und da hat mich, da ist mir halt aufgefallen, dass mich jeden Monat in der GameStar so diese Games Academy-Werbung angrinst. Gut, kostet allerdings ein bisschen viel, also ein Jahr gebraucht, um ein bisschen Geld zusammenzukriegen, dann dort studiert und mit dem entsprechenden Abschluss auch abgeschlossen und ganz blauäugig, jungfräulich in die Games-Branche rein, ohne zu wissen, worauf ich mich einlasse. Gut, also wenn ich jetzt höre, Studium, wie muss man sich das so vorstellen? Was lernt man da und wie wird damit umgegangen mit dem Thema Games-Branche und auf was wird man da vorbereitet so? Fangen wir am besten an mit der privaten. Wie war das da so? Ich wehre mich so ein bisschen, die Games Academy Ausbildung als Studium zu bezeichnen. Okay. Das ist nämlich irgendwie so ein Zwitter zwischen berufsergänzender Ausbildung und tatsächlich Studium, weil man schließt zumindest in dem alten Programm, das ich gemacht habe, inzwischen kann man da ja richtig mit Bachelor und so weiter. Ich habe also keinen Bachelor in der Tasche, sondern im Endeffekt einfach bloß ein europaweit anerkanntes Zertifikat. Dadurch, dass die Games Academy halt schon Asbach uralt ist, jetzt so nach Games-Branchen-Maßstäben, kennt man die halt und dementsprechend hat das Zertifikat auch einen gewissen Wert, aber es ist halt jetzt nichts Bachelor-mäßiges oder sowas. Die pure Game-Design-Ausbildung dort ist extrem kurz, mit gerade mal 2 Semestern. Und ich sag halt immer gerne dazu, man bekommt die industriellen Standards vermittelt, man bekommt die nötigen Werkzeuge an die Hand, danach lernt man, wie man sie einsetzt. Also so nach dem Studium, beziehungsweise man kriegt schon währenddessen Gelegenheit, also sie ist sehr praxisorientiert, die Ausbildung, man hat bereits ab dem ersten Semester aktiv an dem Spiel gearbeitet, in Gruppen, da ist man so wirklich bunt zusammengewürfelt. Und so ein Projekt geht dann auch wirklich mindestens ein Semester lang, also das funktioniert auch wirklich sehr gut, diese lange Entwicklungszeit. Und der Unterricht funktioniert praktisch projektbegleitend. Also während das Projekt weiter voranschreitet, lernt man auch immer mehr in seinem eigenen Fachgebiet dazu. Aber im Regelfall hat man immer sehr, sehr viel Praxis dabei. Aber dafür ist es halt sehr kurz und ich möchte dann auch mal behaupten, der große Nachteil an der Geschichte ist halt einfach, wenn man jetzt so wie ich direkt nach der Schule dorthin geht und man hat vorher noch nicht so wirklich viel im Team gearbeitet, im Berufsleben oder so durch große Modding-Teams oder sonst was, dann hat man es danach in der Games-Branche ein bisschen schwerer, weil wirklich diese Kernessenzen, die man braucht, Teamwork etc., die bekommt man da natürlich nicht vermittelt, weil man bekommt da halt, wie ihr sagt, die nötigen Werkzeuge. So, das war jetzt der kurze Abriss. Okay, wer von euch beiden möchte starten mit dem normalen Studium? Erstmal die Vorteile beleuchten, Daniel. Ich, wie gesagt, habe mit der Uni, mit dem Uni-Studium angefangen. Bachelor, da war tatsächlich der Bachelor gerade erst eingeführt. Darüber werde ich jetzt mal nicht diskutieren, wie das so war. genau. Da habe ich dann, wie gesagt, da meinen Abschluss gemacht, dann als Bachelor erstmal Informatik und habe dann hinterher den Master auf Arts draufgesetzt an der HAW Hamburg. Und es war ziemlich krass unterschiedlich, dieser Unterschied zwischen, also ich habe ja, wie gesagt, einerseits an der Universität einmal studiert, wo es sehr, sehr theoretisch war, super theoretisch,
man echt nicht sehr viel Praxisnahes vermittelt bekommen hat. Und auf der anderen Seite halt dann an der HAW Hamburg war es halt so ein bisschen so ein Kontrastprogramm, dadurch, dass das aber auch dann eher halt ein Arts-Master war und halt eher ein Kreativstudiengang. Das war halt das totale Kontrastprogramm. Also wir haben keine Klausuren geschrieben oder ähnliches, sondern man musste halt einfach sozusagen selber bestimmen, sozusagen, wie viel man da, welchen Nutzen man daraus zieht. So, und der Kernpunkt an dem Studium, an dem Masterstudiengang, ist eigentlich das Projekt, das man über anderthalb Jahre, also über drei Semester macht. Und das hat tatsächlich auch am meisten gebracht, weil dann kann man mal zumindest ein bisschen halt erahnen, wie es ist, in einem festen Team länger an einem größeren, in Anführungsstrichen größeren Spiel zu arbeiten. Sonst alles andere, da hat man halt mal in ganz viele verschiedene Sachen reingeschnuppert. Also der Masterstudiengang ist da sehr breit gefächert. Das ist so von Community Management über Dramaturgie bis Game und Level Design, über alles Mögliche, was man sich so ausdenken kann. So AI-Programmierung und so weiter. Aber natürlich nicht so in die Tiefe, wie wenn man sich darauf konzentrieren würde. Und ja, aber wer halt einfach mal sich ausprobieren möchte, anderthalb Jahre lang in einem Studiengang, dem bringt das, glaube ich, schon was. Insbesondere, weil man auch ganz gut vernetzt wird dadurch, so ein bisschen. Also da sind ja halt auch Dozenten aus der Hamburger Industrie gewesen. Und das ist natürlich auch ganz nett, wenn man so auf dann Kontakte direkt danach zurückgreifen kann. Und mit den Leuten vielleicht auch schon mal nicht nur gesprochen, sondern auch schon mal zusammengearbeitet hat, bei dem irgendwie der Tutor oder der Lehrende war. Das ist schon ganz nett so. Interessant, auf jeden Fall. Slava hat das Studium nach 4 Jahren abgebrochen. Oder vier Semestern. Vier Semestern. Ich war in der falschen Rechnung. Vier Semester, ne? Also 2 Jahre. Ja. Wie kam es dazu? Warum hast du das gemacht? Also den Bachelor, ne, habe ich ja angefangen. Und in Richtung Informatik, Spieleentwicklung bezeichnet. Und da gehe ich mal stark davon aus, ging ich stark davon aus, dass es halt sich auch um Spielentwicklung handelt. Und wir hatten sogar einen Dozenten, der bei Ubisoft angestellt war. Und ja, die Erwartungshaltung war hoch. Ja, und ich wurde halt niedergeschmettert von der Realität. Dann halt also das erste Semester war okay, es war basic, es war in Ordnung. Wir haben halt Java und C++ gelernt, Englisch. Warum auch immer nochmal. Und BWL auch noch ein Modul gehabt. Und, aber gut, das war für mich so, ja, okay, Basics gelernt und dann geht's los. Zweites Semester, ein Modul, das mit Spieleentwicklung offenbar zu tun hatte. Und da sollten wir halt eine Pong-Variation programmieren. Dachte ich mir, okay, ja, ist jetzt nichts Großartiges, aber fand ich eigentlich ganz in Ordnung und auch wichtig, mit den kleinen Sachen anzufangen, weil ich habe mir immer gesagt und geschworen, ich werde nicht einer dieser, von den Leuten, die sagen, oh, als erstes Projekt mache ich ein MMORPG, sondern halt ja, mit Basics anfangen und dann ausbauen. Und von daher fand ich das gut und dann so, und das war das Einzige, was überhaupt so richtig am Anfang mit der Spielentwicklung zu tun hat. Wir hatten auch keine weiteren Dozenten, die was mit Spielentwicklung zu tun hatten. Ich war in einer Fachhochschule. Ja, das ist nur der Unterschied zu Daniel. Also ich meinte auch, dass es praktisch ausgelegter sein sollte, weil ich habe auch einen Kumpel gehabt, der an einer Uni reine Informatik studiert hat und der hat da auch ziemlich krassen theoretischen Shit beigebracht bekommen. Das war das, was ich meinte. von Sachen, also die ich mit meinen Kommilitonen mal so besprochen habe, so Paradigmen, schon mal was programmiert, nö, noch nie gehört, ja, so nach dem Motto. Und das war schon sehr ernüchternd. Ja. Ulkigerweise gab es dann tatsächlich einige Fächer, die dank der Dozenten, weil sie so gut waren, die nichts mit der Spieleentwicklung zu tun hatten, aber auf eine gewisse Art natürlich wichtig waren, weil Programmierung und so, doch so gut waren, dass mir diese Module dank der Dozenten Spaß gemacht haben. Aber das waren vielleicht 1, 2. Und ich dachte mir dann irgendwie so, ah nee, irgendwie bin ich so scheiße unglücklich damit. Irgendwie bringt mir das hier alles nichts. Und ein paar von meinen Kommilitonen ging es genauso. Aber die waren da nicht so radikal drauf wie ich, dass ich dann sage, nee, ich habe da keinen Bock auf diese Scheiße. Es wird auch offenbar nicht besser. Und dann habe ich quasi für mich den Schlussstrich gezogen. Und dann habe ich halt auch Monika kennengelernt, unseren Artist. Und dann habe ich halt einmal kennengelernt und wir haben gesagt, ja, können wir eigentlich mal ein Projekt aufziehen, weil sie halt auch in Richtung Character Artist gehen wollte und 2D-Art. Und ja, so haben wir das quasi dann auch aufgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Studium, was mich am meisten gestört hat, war es einfach, dass es
obwohl es so beworben wurde, gar nichts mit Spielentwicklung zu tun hatte. Ja, es hätte für mich eher was ein reiner Informatikstudiengang mit Spielentwicklungs, weiß nicht, ob ich Zuckerguss sagen soll, ja, sondern vielleicht mal ein bisschen Staub, so Spielentwicklungsstaub mal so angehäuft. Daniel hat vorhin gemeint, Kontakte. Wichtiger Punkt, ja, in meinem Fall gab es die nicht. Ja, wir hatten zwar unseren Dozenten da von Ubisoft, aber der war nicht wirklich engagiert, seinen Studenten irgendwie zu helfen. Der war eher so ein Mensch, so ja, hier Vorlesungen, PDF aufgemacht und nach den Unterrichtsstunden ist er wieder weg. Deswegen würde ich empfehle ich eigentlich jedem, der irgendwie Game Design oder Development studieren möchte, auf jeden Fall zu prüfen, was die Uni, Hochschule, egal ob privat oder staatlich, mal zu schauen, was die Leute überhaupt dazu sagen. Ob das wirklich was bringt, ob es nichts bringt, wie die Dozenten sind und solche Sachen. Weil darauf kommt es an, was die Erfahrung von den Leuten, von den Absolventen ist, ob die was gebracht hat und vielleicht auch sogar von den Abbrechern, falls es welche war, die mal zu fragen, was sind denn die Nachteile und ob das irgendwie mit den eigenen Meinungen und Gedanken aufgewogen werden kann. Nee, da gebe ich dir absolut recht. Also die Qualität, so auch was ich so gehört habe von den Studiengängen, ist äußerst schwankend. Und deswegen gebe ich dir absolut recht, das sollte man auf jeden Fall vorher prüfen und sich nicht darauf verlassen, dass man, wenn man irgendwie, nur weil da ein Abschluss, auf dem Abschluss irgendwie irgendwas mit Games draufsteht und man dann hinterher ein Zertifikat oder irgendwas mit Games dann hat, dass man dann auch wirklich was Sinnvolles gelernt hat, so ungefähr. Das sollte man auf jeden Fall prüfen. Zu meiner Sache möchte ich vielleicht noch ergänzend was sagen, wo jetzt das Thema Kontakte angesprochen wurde. Mhm. Auch ein Vorteil bei den meisten Privatdingern, zumindest bei denen, die etabliert sind, mindestens 2/3 der Dozenten kommen direkt aus der Industrie und arbeiten noch darin. Das sind dann vielleicht nicht unbedingt die allerbesten Pädagogen, aber die helfen einem dann auch wirklich weiter. Also wenn man da einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dann kommt es auch schon mal vor, dass die dann so direkt sagen, gib mir mal deinen Lebenslauf, ich kümmere mich um den Rest. Und das ist da halt also bei den Privathochschulen bei den meisten ein sehr, sehr großer Vorteil. Ist natürlich schwierig, wenn es jetzt total perfekt wäre und so wäre, wie ich es natürlich wollte, wäre es super gewesen. Aber das geht natürlich nicht, weil das ein allgemein gehaltener Studiengang sein muss. Aber ich meine, wir mussten Klausuren in der Programmierung auf Papier schreiben. Was soll die Scheiße? Und das war, ich weiß nicht, wie war das bei euch, Daniel? Ihr habt ja auch Klausuren geschrieben. Ja, wir haben auf Papier programmiert. Ja. Fürchtet sich. Ich fand es auch ganz fürchterlich, weil ich das immer ganz, ganz, ganz schlecht konnte. Aber wir haben das tatsächlich gemacht, ja. Solange ihr keine Lochkarten anfertigen musstet. Das war auch so, wo ich dann dachte, das ganze Studium über, so erstes Semester, Java C++, schön auf den Rechnern getippt, Entwicklungsumgebungen benutzt. Und dann hieß es, ja, Papierklausur. Und wir alle, was? Was soll die Scheiße? Ja. Und dann erst im dritten Semester gab es dann noch ein Fach. Das war, keine Ahnung, wo es dann wirklich mit dem Rechner ging, wo auch eine eigene Shell aufgezogen wurde, damit wir halt nicht, ja, hacken und sonst was rummachen. Und da hat es offenbar geklappt. Ja, und all die Jahre vorher nicht. Und das habe ich irgendwie nicht begriffen. Aber gut, das ist auch nicht so wild. Ja, es hat ja auch irgendwie dann funktioniert. Aber ja, es waren halt einfach so große Sachen und Kleinigkeiten, die, ich sage jetzt zum Beispiel, wenn jemand Interesse hat, in Richtung Programmierung zu gehen und dann ja, Spieleentwicklung zu machen, dann würde ich tatsächlich einen Informatikstudiengang an einer Fachhochschule empfehlen. Dann kommen wir mal zum nächsten großen Thema und zwar, wie gründet man überhaupt ein Studio und was muss man da eigentlich alles beachten für irgendwelche bürokratischen Dinge oder einfach so, wie kommt man da drauf und was muss man da alles so beachten? Ja, wie sind wir dazu gekommen? Wie gesagt, haben wir mit einem Team von 4 Personen halt im Studium ein Spiel gemacht und dann relativ überraschend für uns, wir haben uns gedacht, wir reichen einfach mal beim Deutschen Computerspielpreis ein, gewinnen wir sowieso nicht. Plötzlich waren wir nominiert und auf der Gala und haben auch noch gewonnen. Und standen wir plötzlich da und dachten so, ja, jetzt haben wir ein Award-nominiertes Spiel, was wir aber eigentlich gar nicht weitermachen wollten. Das ist irgendwie doof. Und dann haben wir uns zumindest zu zweit halt
dazu entschlossen, doch halt das Ganze zu versuchen und haben halt angefangen zu planen und zu planen. Die anderen beiden Kommilitoninnen von uns, die sind dabei dann schon von vornherein abgesprungen, weil sie schon woanders Jobs hatten in der Zwischenzeit. Und ja, dann waren wir halt noch zu zweit und haben sehr, sehr lange geplant. Wir haben auch nebenher woanders natürlich gearbeitet und man muss sich ja irgendwie über Wasser halten. Das hat, glaube ich, die Planung hat bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert. Also natürlich nicht Vollzeit, aber man hat halt, wir haben uns halt immer so nebenher getroffen und überlegt, so was kann man machen und so, was wollen wir machen. Und ja, das nimmt unheimlich viel Zeit so in Anspruch. Irgendwann kam dann halt der Tag, dann haben wir uns halt mal um ein Büro beworben in unserer Hochschule, um ein gefördertes Büro. Und dann haben wir das tatsächlich auch zugesprochen bekommen. Und dann war halt die Überlegung da, ja, jetzt müssen wir es ja auch irgendwie nutzen und sollten da ja auch irgendwie Vollzeit was machen. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann kündigen wir jetzt unsere Jobs und fangen damit jetzt an. Also wir waren, wie gesagt, auch eigentlich nur so in Nebenjobs, jetzt nicht richtig voll beschäftigt. Von daher war das jetzt nicht so schwer. Und haben das dann gemacht und seitdem sitzen wir da zusammen. Wir haben uns dann noch einen dritten Mitgründer gesucht aus dem Vorgängerjahrgang, der halt auch gerade den Deutschen Computerspielpreis gewonnen hatte. Der wollte sich auch selbstständig machen und das hat sich super ergänzt, weil wir den vorher halt auch schon kannten. Und jetzt sind wir halt zu dritt und jetzt haben halt erstmal relativ viele Verwaltungsaufgaben so angestanden, natürlich neben der Bewerbung um dieses Büro rum, was schon mal halt ein bisschen Aufwand benötigt hat, weil man muss sich halt immer irgendwie mit Leuten treffen und mit Menschen unterhalten, ganz viel und Termine machen und das ist halt immer so ein bisschen zeitraubend. Also zum Beispiel mussten wir uns jetzt für das Büro, mussten wir uns bei unserem jetzigen Betreuer halt vorstellen und bis wir dann einen Termin bekommen haben, sind glaube ich 2 Monate oder so ins Land gegangen, alleine dafür. Und das muss man halt so ein bisschen auf den Zeiger haben, dass das einfach wahnsinnig lang dauert einfach. Und ja, dann halt wieder umgekehrt, wenn wieder bis wieder Zusagen zurückkommen, das dauert alles einfach wahnsinnig lang. Ja, jetzt gerade waren wir noch dabei und haben halt uns für Exist beworben. Ich erkläre jetzt mal ganz kurz, was das ist, weil das bestimmt nicht jeder weiß von den Zuhörern. Das ist eine Bundesförderung und da kann man, wenn man sich drum bewirbt, als Technologie-Startup mehr oder weniger und aus der Hochschule rauskommt, so wie wir das ja gemacht haben, dann kann man da bis zu 2000 Euro im Monat für ein Jahr lang für jeden von den 3 Gründern quasi bekommen. Und man muss also quasi sich um seinen eigenen Lebensunterhalt ein Jahr lang nicht mehr kümmern und das ist eigentlich ganz nett. Was heißt eigentlich, das ist nett. Da haben wir 2 Monate ungefähr dran gesessen, weil wir das auch ein paar Mal überarbeitet haben. Man hat nämlich eigentlich nur einen Schuss, so ein One-Shot. Und wenn man da abgelehnt wird, dann ist das nicht so cool. Deswegen wollten wir das auf jeden Fall richtig machen und haben uns da sehr, sehr lange dann erstmal in dem Büro zusammengesetzt und lange, lange, lange Textpassagen geschrieben, wo man dann einfach sagen muss, warum sollten wir jetzt dafür Geld kriegen? Warum ist das fördernswert? Was haben wir vor? Wie verplanen wir das Geld in den nächsten 3 Jahren? Wo wollen wir hin? Was für Erfahrungen bringen wir mit als jeder Einzelne? Bla, warum können wir zusammenarbeiten? Was sind die Risiken? Was kann schiefgehen? Ja, und das haben wir halt so auf ungefähr 60 Seiten. Gut, das ist großzügig formatiert, aber so, es ist schon eine ganze Menge Text auf jeden Fall. So eine kleine Bachelorarbeit fast. Haben wir das dann ausgewalzt und haben das jetzt eingereicht. Da warten wir jetzt noch auf das Feedback. Und auch das dauert jetzt zum Beispiel wieder, also sie sagen selber, dass sie 2,5 bis 3 Monate brauchen, bis sie mal eine Antwort kriegt. Und es dauert einfach alles wahnsinnig lang. Da muss man einfach denken. Ja. Das ist so ein bisschen die Lektion des Ganzen, glaube ich. Und daneben muss man natürlich dann noch an sowas, an diesen ganzen formellen Kram denken, wie dass man sich halt einen Steuerberater sucht, dass man mit dem mal gesprochen hat, dass man sich vielleicht vom Rechtsanwalt beraten lässt, weil man muss ja Verträge aufsetzen. Sollte man auf jeden Fall machen. Es sei denn, man kennt sich jetzt 100%. Ich meine, bei 2 Leuten, die sich jetzt super gut kennen oder so, muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Aber da dahinter ja auch ein gewisser Wert steht, im besten oder im schlimmsten Fall, je nachdem, sollte man auf jeden Fall die Sachen zumindest grob vertraglich regeln und so. Und da muss man sich halt mit den ganzen Leuten dafür noch zusammensetzen, ein Bankkonto einrichten und bis das alles abgewickelt ist, wie gesagt, sehr viel Zeit mitbringen. Ein langer Werdegang. Ja. Ja, wir, die meisten von uns haben halt gemeinsam studiert, da kannten wir uns schon eine ganze Weile und wir hatten dann ein bisschen Industrieerfahrung geschnuppert, haben uns dann auch schon entsprechend umgesehen. Also das Ganze war jetzt, na, ich war da schon 1,5 Jahre aus dem Studium geschlüpft, war da jetzt schon beim 2. Unternehmen. Und da haben wir
jetzt einfach mal in der Landschaft und gesehen und wow, entweder du hast die Top-Kontakte und die Top-Referenzen oder du darfst nur noch kleine Browser-Games machen. Und wir haben uns dann entschlossen, okay, wir machen etwas Eigenes. Und der Auslöser davon war eigentlich unser jetziger Creative Director, der Malte. Der hat halt einfach mal ein paar Nummern in seinem Handy ausgewählt und so, hey, hast nicht mal Bock, heute Abend ein Bier zu trinken. Treffen wir uns dann so zu sechs in der Bar und dann offenbart er uns seine große Idee. Er möchte ein altes Studentenprojekt, das er während der Games, während seines Studiums an der Games Academy hatte, wieder aufleben lassen, und zwar U55. Das war damals abgesägt worden, weil es zu groß war. Also das Projekt war so groß, es hat einen ganzen Producer-Jahrgang einfach weggesaugt. Willkommen im Club. Das ist genau der Grund, warum wir unser Projekt nicht machen momentan. Und, Klassiker. Und da haben wir dann überlegt, hey, haben wir da überhaupt Bock drauf? Jo, haben wir. Als Team waren wir schon erprobt durch das Studium und auch durch die Arbeit danach. Und jetzt gerade sind Horror-Games ja eh im Kommen. Das können wir doch mal etwas weiter ausdefinieren. Dann hat jeder von uns nochmal seinerseits ein paar Anrufe getätigt. Dann waren wir auf einmal 30 Leute. Und haben uns dann überlegt, okay, wie machen wir es am besten? Und da wir natürlich gesagt haben, okay, wir sind größtenteils Newcomer, auch wenn wir da ein paar erfahrene Hasen dabei haben, aber als Team sind wir doch relativ neu, wollen wir es eher auf, für die Community machen, sprich Kickstarter. Also haben wir das Projekt selber weiter ausgebaut, haben dann eine riesen Kickstarter-Kampagne vorbereitet, haben uns da auch Hilfe rangeholt, haben uns als Firma eintragen lassen. Und jetzt für diejenigen, die die Geschichte kennen, Kickstarter war dann am Ende leider gescheitert. Deswegen kämpfen wir ja immer noch so ein bisschen mit der Finanzierung. Und da greift jetzt ehrlich gesagt auch wieder das, was Daniel gesagt hat. Es dauert. Man braucht Zeit. Man muss am Ball bleiben. Ja, ja, nachdem Kickstarter gescheitert war, ist natürlich das Team erstmal ein kleines bisschen kleiner geworden wieder. So Prozess der natürlichen Auslese, aber irgendwo ist es natürlich auch unredlich, Leute gratis arbeiten zu lassen. Zumindest wenn man es mit seiner Moral nicht vereinbaren kann. Ich zum Beispiel, ich mache es halt auf die Art, ich lebe zurzeit von ALG 2. Habe aber mit dem Amt einen Deal, dass U55 bis dann und dann mir einen Job einbringen soll, ansonsten muss ich wieder mit Bewerbungen anfangen. Das heißt, die sind da sogar relativ kulant und ich habe da Ruhe und ich habe zumindest die Grundsicherung und kann trotzdem weiter ein U55 tun, wenn ich gebraucht werde. Und die meisten von uns machen es aktuell immer noch mit Nebenjob. Und jetzt langsam, jetzt ein Jahr nach der gescheiterten Kickstarter-Kampagne, nimmt das Ganze jetzt endlich wieder Fahrt auf. Also wir haben unsere Business-Dokumente ausgebessert, wir hatten Publisher-Gespräche, wobei wir da natürlich die lustige Sache hatten. Die kleinen Publisher, die konnten sich uns nicht leisten, weil wir reden hier von einem Projekt, das wenn man das als Ganzes betrachtet, in die Millionenhöhe geht tatsächlich. Ja, die Kleinen sagen, sie finden uns super geil. Das Problem ist, sie können sich uns nicht leisten. Ja, die können uns so 150 bis 200.000 Euro geben vielleicht. Ist jetzt so grobe Schätzung, genaue Zahlen habe ich da nicht. Und die großen Publisher sagen natürlich, ja, meldet euch nochmal, wenn ihr fertig seid, dann übernehmen wir vielleicht das Marketing. Deswegen sind wir jetzt den Weg über Funded by Me gegangen, sprich über Privatinvestoren und Kredite, die wir auch von der Community mit unterkriegen. Jetzt die letzte Kampagne ist auch geglückt tatsächlich. Wir haben jetzt mehrere starke Partner mit an Bord. Wir sind inzwischen also sehr zuversichtlich, dass es funktioniert. Aber das Treffen in der Bar war Anfang Mai letzten Jahres. Und wir haben immer noch keine Büros etc. Das ist ein ganz schöner Hungerweg bis dahin. Und meine Grundmotivation ist halt wirklich, ich möchte an einem Projekt arbeiten, an dem ich auch wirklich Game Design machen kann. Und also im Sinne Gameplay System Design. Und das geht natürlich am besten bei einem Projekt, das so AA-Größe ungefähr hat. Wie sieht das beim Dritten im Bunde aus, der ja nur ein ganz kleines Team hat sozusagen? Ja, also ich glaube, wir sind da auch nur eine Person kleiner als Daniel. Ihr seid jetzt zu dritt, oder? Wir sind drei, also wir sind auch ein ganz kleines Team. Ja. Genau. wir sind jetzt zu zweit. Das Ganze ist ein Kleingewerbe, das halt auf meinen Namen erstmal läuft. Und bevor wir halt releasen, werden wir halt uns auch um diesen ganzen Kram kümmern. Prinzipiell alles, was die Vorredner schon dazu gesagt haben, kann ich einfach nur unterschreiben. Es ist halt so viel, dieses ganze Zeug, mit dem man sich da rumprügeln muss, weil man ja das Ganze natürlich legal aufziehen muss und natürlich dem Staat dann auf eine gewisse Art Rechenschaft schuldig sein muss. Das Finanzamt hat ja da auch mitzureden und solche Geschichten. Und man will ja auch natürlich nicht, dass irgendwelche Dritten ankommen und sich auf deinen Lorbeeren und deine Arbeit ausruhen, indem sie einfach, keine Ahnung, die
den Namen der IP oder so ist, einfach copyrighten, bevor du es tust und solche Geschichten. Das kostet alles Zeit und Geld. Vor allem eher natürlich mehr Geld wahrscheinlich, als man hat. Aber die Zeit ist natürlich meiner Meinung nach eigentlich die wichtigste Ressource, die wir eigentlich alle haben als Spielentwickler, weil die das Geld irgendwie impliziert. Es ist nur so, das ganze Zeug hält einen irgendwie immer davon ab, dass man eigentlich am Spiel arbeitet. Also ich glaube, Daniel hat das eigentlich gemerkt, in den letzten Monaten wahrscheinlich. Absolut. Bei uns war die Sache ist, wir mussten zum Beispiel nicht mit Exist umschlagen, weil wir haben uns überlegt, das auch in Angriff zu nehmen. Und dann dachten wir so ein bisschen so, unser Spiel ist keine Revolution. Und so überleben wir halt insofern, dass Monika halt als Studentin ihr BAföG bekommt und ich halt Nebenjob habe. Und das ist natürlich ja so eine Sache. Den Nebenjob mag ich nicht so wirklich, weil er mich natürlich abhält von der Sache, die ich eigentlich machen möchte. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den natürlich zukünftige Game-Entwickler oder für wissen sollten oder für diejenigen, die sich interessieren, diesen Weg einzuschlagen. Man muss irgendwie sich managen können, wie man an Geld kommt, um zu überleben. Mir persönlich ist es wirklich wurscht, wie jeder irgendwie an sein Geld kommt und dabei halt nebenbei sein Spiel macht. Es ist nur wichtig, dass man es tut, dass man diesen Faktor nicht irgendwie oft die leichte Schulter nehmen darf, dass man sagt, ja, irgendwie, das ist ja alles so toll, Spieleentwicklung. Es gibt auch die hässlichen Seiten. Und und viele Leute brechen eben da, weil sie eben nicht mit dem ganzen Zeug klarkommen können, weil es zu sehr belastet. Weil man zum Beispiel vielleicht nicht die Stabilität hat, sei es finanziell oder zu große Ideen hatte und Projekte und das alles untergegangen ist. Und man sich denkt, ach, wird ja eh nichts. Und ja, das ist halt so ein Punkt. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu überlegen, was für so ein Spiel machen wir. Könnten feststellen, natürlich, es wird ein 2D-Spiel. Ist ja Schwachsinn, irgendwie uns Skills anzueignen, die keinem irgendwie nahe liegen. Für mich war halt natürlich dieser Artbereich vollkommen ausgeschlossen, weil, ja, ich, keine Ahnung, mehr als Strichmännchen kriege ich wirklich nicht hin. Aber Monikas Strichmännchen sehen irgendwie besser aus. Und dann haben wir halt gemeint, okay, dann machen wir halt eben was in die Richtung. Und dann ist mir halt mal irgendwann eingefallen, dass ich in der 9. Klasse im Chemieunterricht mal 2 runde Kreise gemalt habe, ein kleiner als den anderen, und gesagt habe, das ist jetzt der Sir Icelot, ein fetter Ritter. Und habe mal Monika gesagt, hey, wäre doch irgendwie lustig, so einen des dicklichen Ritter zu machen als Hauptcharakter. Und dann fand sie das auch ganz lustig und hat halt mal so, ja, Sketches gemacht zu einer möglichen Figur, wovon so 10, 12 Figuren mir auf Anhieb einer gefallen hat. Und dann haben wir irgendwie da schon prototyped, wie das Spiel halt funktionieren sollte. Und sind wir halt in die Richtung gegangen, wegen so, ja, es soll dann natürlich so den Charme von SNES-Klassikern haben, und haben uns natürlich sehr stark an Spielen wie, eher so an Spielen wie Kirby und Yoshi's Island orientiert als an Mario, und damit arbeiten wir halt jetzt auch. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man halt dann auch wenn man halt so ein Studio gründet, sollte man wissen, was man kann. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, und man sieht ja auch daran, die Gaming-Branche ist nicht so unkompliziert, wie man das eventuell denkt, wo man sich denkt, ja gut, dann entwickle ich mal eben ein Spiel. Da muss einiges mehr passieren, bevor das endlich der Fall ist. Man muss ein Studium durchlaufen. Man muss die Studiogründung, alles Mögliche da machen. Also es ist ein ziemlich beschwerlicher Weg, bis man am Ende dasteht, wo man stehen möchte und endlich ein Spiel entwickeln kann. Ich hoffe, euch hat dieser Branchentalk gefallen, und eventuell hat er euch ja auch erleuchtet und ihr wisst jetzt, dass ihr unbedingt in die Branche wollt oder dass ihr es unbedingt lassen wollt. Ich hoffe, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Der Branchentalk mit Kalimo. Bis dahin viel Spaß und ciao.